Hallo. Wir wünschen euch frohe Ostern. Ein schönes frohes Osterfest. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren. Und danach gehen wir essen. Es ist eiskalt. Ich bin hier am Zittern und am Frieren. Naja, vielleicht sollte ich euch mich auch mal zeigen. Es ist so kalt. Ich brauche eine Wärmflasche. Und der Wasserkocher ist kaputt. Ja, genau. Der ist mir runtergefallen. Das ist die Burg. Schauen wir, ob ich euch ranholen kann. Tatsächlich. Gehen wir da hoch, Mama? Nö, wir gehen nicht da hoch. Ich glaube, letztes Jahr waren wir da oben. Schaut es nicht aus wie Herbst? Ja, ist so. Ich würde nicht denken, dass Frühling ist, wenn ich jetzt nur hier so den Wald sehe. Mein Herbst, ja. Schaut mal, was ich hier entdeckt habe. Keine Osterhasen, aber Ziegen. Die eine dreht uns den Popo zu. Da hinten ist noch eine. Hier oben. Was macht die denn da hinten? Hui. Oh, ist die goldig. Ich glaube, die ist schwanger. Da sind noch mehr da drin. Oh ja, die ist schwanger. Jetzt sieht man es ganz deutlich. So, wir sind jetzt beim Essen. Und das sind Tortellini mit Wildkräutern. Ich habe Sauerbraten mit Semmelknödel und Soße und ich kriege gleich nochmal extra Soße. Und Mama hat. Was hast du? Bratensalat mit Wildkräutern. Genau, ich hoffe, das habt ihr jetzt gehört. Irgendwie ist die Kamera beschlagen. Ich glaube, mein Essen ist zu heiß. Guten Appetit. So, ich ertränke jetzt mein Essen in Soße. Ich habe extra eine Soße bekommen. Ich liebe Soße. So, wir sind jetzt vom Essen draußen. Und fahren jetzt mit dem Auto wieder heim. Es ist immer noch eisig kalt. Ja, und jetzt gleich kommt Mission Haare schneiden. Ich habe es euch ja gestern im Video schon angekündigt, dass ich meiner Mama gesagt habe, dass sie die Haarschere mitnehmen soll. Ja. Ich habe Angst. Noch was für euch entdeckt, was ich euch zeigen möchte. Da oben ist ein Pilz. Hoppasa.